Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Seelenscherben anzunehmen bei Schattenmeister of Lanerty oder vielleicht auf Englisch of Lanerty, irgendwie so, in Bitsmos Boxbar. An dieser Position ist die Folgequest von Verdeckte Ermittlerin Sarah Lava Zischersprung. Die konnte man da hinten abgeben und wenn ihr die abgegeben habt, ist diese Quest hier als Folgequest verfügbar. Nun, Quest angenommen und nun darf man sich für die Kampfgilde anmelden, also für die Kämpfe. Nun mache ich einfach, ja, ich will kämpfen. Wenn ihr einen Kampf bestreitet, bekommt ihr am Ende so einen Beutel. Da sind diese Seelenscherben drin. Es könnte aber sein, dass ihr auch in eine Prügelei hineinkommt, wo ihr mit mehreren Spielern einen Gegner bekämpft. Solltet ihr gewinnen, gibt es auch einen Beutel. In dem Beutel gibt es diese Seelenscherben und noch große Seelenscherben bzw. mächtige Seelenscherbe, irgendwie so. Da steht auch dabei, wenn ihr drüber geht über das Item, könnte noch nützlich sein oder so. Und das ist auch so, die ja nicht wegwerfen, weil die benötigt ihr dann für die Folgequest. Ich habe mich nun angemeldet, es dauert noch bis ich runterkomme. Ich blende mich wieder ein, sobald ich den ersten Kampf starte. Da bin ich auch schon dabei, den ersten Boss zu besiegen. Dauert nicht mehr lang. Dann bekommt man so einen Preisgeldbeutel. Den öffnet man. Und wie ihr seht, sind hier 12 Seelenscherben drin. Können, glaube ich, zwischen 10 und 14 sein. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass immer 12 drin sind. Und ich werde so weitermachen, bis ich in der Nähe von 100 bin. Sollte ich zu seiner Prügelei hineinkommen, zeige ich euch das, wo man die große Seelenscherbe oder mächtige Seelenscherbe bekommt, wie das ausschaut. Hier bin ich in so einer Rauferei drin. Ich weiß nicht, wie die starten. Ich glaube, das ist völlig zufällig. Aber es ist nötig, dass mehrere Spieler hier sind. Das heißt, solltet ihr diese Quest in der Früh machen oder am Abend, wenn wenige Spieler da sind, dann kommt ihr leider nicht in seine Rauferei hinein und ihr bekommt dann nicht die Quest-Items für die Folgequest schon, weil die bekommt man dadurch. Dadurch bekommt man solche mächtige Seelenscherben, wie ist der Beutel des Prüglers, den ich gerade bekommen habe. Ich öffne ihn. Wie ihr seht, waren hier auch viele Seelenscherben drin und eine große mächtige Seelenscherbe, die ist für die Folgequest. Die Quest ist dann abzugeben bei Schattenmeister O'Flanerty in Bitsmos Boxbar an dieser Position. Hallo. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.